Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und wir sind immer noch in der Halle der Reflexion und stehen jetzt vor dem großen Spiegel. Und gehen durch. Jetzt sind wir in der wahren Reflexion. Und haben hier eine Statue zum Speichern und allem. Aber bevor wir das machen, wir haben nämlich in der letzten Folge Cleria-Erz gefunden. Jetzt wie immer erst einmal zurück zur Turmbasis. Dort stehen die Ritter rum. Aber da ist auch Rico zum Waffe verbessern. Okay. Das müsste jetzt die letzte mögliche Verbesserung sein. So. Unikas Waffe wurde auf Maximum gemacht. Und ja, Rico sagt, er hat das höchste Limit erreicht hier. Und dass sie so mächtig geworden ist, wie es möglich war. Ja. Jetzt ist unsere Waffe auch auf Maximum. Und jetzt können wir uns wieder zur Halle der Reflexion, also zur wahren Reflexion, teleportieren. Und wie man schon gesehen hat, es sind nur noch zwei zwei Fragezeichen Standorte drin. Also es gibt nur noch zwei Statuen nach dieser hier. Das heißt, wir neigen uns langsam dem Ende zu. Gut. Oh, MP-Verbrauch hätten wir reduzieren können, aber jetzt haben wir keine SP mehr. Schade. Und wir haben nicht mal Musik hier. Fällt mir gerade auf. Wir haben nur die Soundeffekte. Aber jetzt geht's los. Wieder mal eine Kampfarena. Oh. Hä? Nein, ich bin gefangen. Wenn der Feind mich jetzt angreift, habe ich keine Chance. Unika. Ach, da ist Roy. Roy. Ja. Du hast dich ganz schön ins Dilemma gebracht, hä? Es ist ein einfacher magischer Käfig. Also keine Sorge. Er sieht gefährlich aus, aber er ist nicht sehr stark. Es sollte einfach genug sein, ihn aufzulösen. Okay, wenn es dir nichts ausmacht, kein Problem. Ich sage, dass wir dann quitt sind. Immerhin hast du mich gerettet, dass ich in Stein verwandelt wurde. Also ist das das Mindeste, was ich tun kann. Ach komm schon, das war doch nicht so schlimm. Ah, okay, lass uns dich da rausholen. Na na, was für ein frecher Junge du doch bist. Sachen anzufassen, die dir nicht gehören, sagt eine Frauenstimme. Das kann nur eine Frau sein. Genau, Zaba. Wer stellt hier sonst so eine Falle auf? Du! Verdammt, du bist die Zauberin, die Lady Fina entführt hat. Ich habe mir einen Haufen Ärger aufgenommen, um dieses Mädchen in diese Falle zu locken. Sie ist meine Trophäe. Ja, die hat definitiv einen an der Klatsche. Und jeder, der versucht, meine Trophäe zu klauen, wird bestraft werden. Na, ganz toll. Und jetzt greift sie Roy an, der sich gerade nicht wehren kann, weil er damit beschäftigt ist, die Barriere aufzulösen. Erstaunlich. Viele Männer wären einfach, hätten dieses kleine Hütchen, dieses kleine Knickchen im Stich gelassen und wären um ihr Leben gerannt. Sie wusste viel bedeuten.
Ich frage mich, was zuerst brechen wird. Der magische Käfig oder der erbärmliche Junge, der versucht, sie zu zerstören. Ich freue mich schon darauf, es herauszufinden. Ah, die ist so mies. Ja, sie ist ein Monster, genau. Hör auf, Freund, du musst wegrennen. Du hast sie gehört. Wenn du weglaufen willst mit eingeknicktem Schwanz, dann darfst du das tun. Denk darüber nach, ist ein Mädchen, das so inkompetent mit der Magie umgeht, es wert, dich selbst zu opfern? Das, oh, Roy spielt wirklich den Helden. Sie kann vielleicht keine Magie benutzen, aber sie ist verdammt stark. Du weißt das genauso, wie ich es weiß. Sonst hättest du keine Falle wie diese gesetzt. Sie hat dich schon mal besiegt, also ist das deine letzte Hoffnung. Ja, sie noch zu provozieren, ist in der Situation sehr gut. Du hast Angst vor ihr. Sei still. Ich habe genug von dir gehört. Du hast eine letzte Chance. Verschwinde jetzt. Der nächste Angriff wird fatal sein. Bitte nicht. Los, Julika. Verlier bloß nicht gegen jemanden wie sie. Boy. Aua, das Blut da und Roy sehen nicht gut aus. Ah, was für eine Schande. Wärst du in der Lage, Magie zu benutzen, wäre das niemals passiert. Jetzt sieh, was du mich hast tun lassen. Halt deine verdammte Klappe. Du bist nichts als ein Feigling. Ein erbärmlicher, bemitleidenswerter Feigling. Halt deine Klappe. Ich habe nicht die Scham nicht vergessen, die du mir zugefügt hast, als Lord Dallas mich da mir befohlen hat, vom Rados Annex zurückzuziehen. Und ich werde dafür sorgen, dass du es auch nicht vergisst. Ja, jetzt kommt der Kampf gegen Zava. Und zwar nicht gegen Zava alleine, sie hat Freunde mitgebracht. Das sind meine Lieblinge, die stärksten meiner Diener. Und zusammen werden wir dich Stück für Stück auseinandernehmen. Dann komm, ich werde nicht gegen einen Feigling wie dich verlieren. Ja. Und da geht der Kampf gegen Zava los. Der im Allgemeinen nicht besonders schwierig ist, wenn wir Zava auf den Boden der Tatsachen zurückbringen können. Aber wir müssen aufpassen auf ihre beiden Riesenköpfe. Weil Zava selber ist eigentlich relativ harmlos. Jedenfalls solange wir sie ordentlich irgendwo runterholen können. Oh. Und ich stelle die von ihren Köpfen getroffen werden. So wie jetzt gerade schon wieder. Ja, von allen Mini-Kämpfen ist das eigentlich der schwerste. So. Normalerweise, wenn wir sie auf eine bestimmte Menge runtergeprügelt haben, macht sie was Böseres. Genau, jetzt.
ist ja eigentlich noch leichter zu besiegen, weil wir jetzt den Köpfen bzw. einem Kopf Schaden machen können, und zwar der, der die Kristalle um sich herum hat. Und wenn wir alle Kristalle zerstört haben, schleudern wir Xaver aus dem Kopf hinaus. Genau. Jetzt müssen wir bloß aufpassen. Das macht sie nämlich den hier, der ziemlich gefährlich ist. Oh. Jetzt können wir mal den Boost aktivieren. Oh. Feuerblitz ausweichen. Oh, und der Biss, der ist böse, weil der macht so viel Schaden. Ja. Oh. Auch im Spiel ist ungesund. Okay, jetzt macht sie Eis. Und geht wieder in den Blauen hinein. Okay, ich glaube nicht, dass wir jetzt was jetzt beim ersten Versuch schaffen werden. Ich war nämlich am Anfang etwas zu leichtsinnig und jetzt beißt sie mich tot. Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal kurz einen Cut, auch wenn die Folge zu kurz wird dadurch. Aber der Bossfight dauert ja schon ein bisschen länger und ich möchte die Folge nicht zu lang machen. Also bis gleich.